Es geht weiter mit Splatoon 2. Wir sind im Bosskampf der zweiten Welt. Und setz die Waffe ein, bescheren mir viele, viele Daten. Ja, das mache ich, Arti. Und dann gucken wir uns diese wundervolle Cutscene an. Ja, ich habe diese Aufnahme mal gestartet. Ist dann gefailt und hat wieder mal neu gestartet. Darum steht da noch Minus drücken für weiter. Aber gucken wir uns. Ach komm, das gibt mir. Das ist auch. Diese Katze darauf filmen, das sieht sich doch niemand. Okay, was muss ich denn tun? Muss ich einfach anmalen. Oder? Sieht so aus. What? Regeneriere dich! Danke! Ich merke gerade selber, dass ich gerade nicht gut spiele. Tut mir ein bisschen leid. Aber solange es ja keine Fails gibt, ist auch noch alles in Ordnung, oder? Okay. Ist das jetzt auch so ein Inkling oder was zum Teufel? Warum macht er dann nicht einfach und gibt nicht an einem die Inklingform und tut sich dann so ein bisschen daran? Schleichen, was zum Teufel? Verdammt. Er macht dann so eine Rundumattacke. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Schaut, er wird auch wie hat er nur diese geraden Attacken gemacht. Ja, genau diese hier mal habe ich gemeint. Aber es ist auch nicht ganz so leicht, das zu dodgen. Komm, den Knecht haben wir gleich. Jawohl. Und jetzt geht's ein auf die Ömme. Jawohl, ich habe ihm Saurus gegeben. Aber noch lässt er nicht locker. Bekanntlich werden ja die Phasen immer schwieriger. Was geht denn jetzt ab? What? Der macht das öfters hintereinander. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nein, nein, nein. Oh, hab ich mich doch schnell regeneriert. What the? Okay. Jetzt geht's einen auf die. Oh, Mann. Jawohl. Warum wurde ich ja nicht getroffen? Egal. Ich habe wirklich vielleicht getroffen, wenn man ganz an ihm dran ist oder was. Mal. Oh, verdammt. Ich will auch zu lange nichts machen. Ich weiß nicht, ob er wieder aufstehen kann. Aber für den Fall, dass er es kann. Ja. Aber es ist nicht schlimm. Hab zwar mich nicht ganz so gut angestellt, aber ohne Fail und darauf kommt es an. Aber das einmal, da wurde es knapp. Da hat sich ja noch das Schild eine Millisekunde vorher regeneriert. Das hat schon mal Zuschauern gestresst. Aber gut gemacht, Nummer 4. Bin ich es nur oder wirken die Octrianer Verstecke irgendwie weiblicher? Haben die einen neuen Designer? Geht. 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 Was wird das denn? Der Empfang wurde gestört. Möglicherweise gibt es Elektroschrott im Octo Canyon. Interferenzen ab, die unsere Funkverbindung stören. Alle möglichen Geräte funken auf das CPOD-Frequenz. Mikrowellen zum Beispiel. Mikrowellen? Warum funken alle Geräte Mikrowellen? Was? Das macht keinen Sinn. Ja, bis später. Oder warum Mikrowellen? Hä?
Teufel? Ja, ich merke gerade, ich bin nicht ganz so konzentriert wie sonst. Aber wir machen jetzt keine Kämpfe, wir müssen jetzt einfach nur ein bisschen erkunden. Und einfach die Secrets finden. Das werde ich auch wohl hinkriegen. Sechs zu rettende Elektrowälze. Okay. Ja, vermutlich gibt es für diese Ballons einfach nur noch ein paar Kugeln. Hier werde ich ja voll abgespeist. Wir tun einfach keine Tinte. Warte, wir wechseln mal. Wir wechseln mal hier. Damit soll es doch viel einfacher gehen. Bald das gesehen, das wird abgespeichert, dass ich meine Waffe gewechselt habe. Oh. Ja, meine Waffe gewechselt habe. Warte. Also man soll schon treffen. Anders kommt man nicht weit. Was haben wir hier? Geht's einfach wieder hoch oder was? Ja. Da macht doch nicht so einen unnötig langen Gang, ihr Deppen. Kann ich da so reinspringen? Ah, ja, es geht. Brauchen wir noch ein bisschen Timing. Es geht, aber es bringt's mir. Ach so. Ich fast vergessen zu aktivieren. Was haben wir denn hier? Oh. Solche Ballons. Ja, ich habe aber halt nicht viel eingefärbt. Das ist. Und ich weiß gar nicht, wo die sind. Das ist so mein kleines Problemchen. Hier muss man sogar mit drin abspringen, wenn man es schaffen will. First try! Jawoll! Willkommen in Otto-Kane. Achso. Denn die Logik ist immer derselbe. Es ist halt nur, dass ein weiteres Dings kommt. Halt eins dieser Bilder. Mal nach, ob ich hier was geskippt habe. Ja. 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 Das habe ich hier mal ausgeschaltet. Das brauche ich keine Tinte mehr zu spritzen. Und dann hier haben wir auch das nächste. Und hier sind auch da die Dinger, wo man schon doch portet. Für die ist es aber doch ganz hilfreich, mit einer Sniper hier zu hantieren. Das ist, wenn man jetzt Bosskessel muss, dann muss man hier halt die Dinge abschießen. Da will ich aber noch nicht hin. Dann wieder zurück, aber nein, nicht mit der, Mama, mit der. Ich glaube, die bietet sich besser an. Auch wie sie so ein ganzer da so ein Teil geht, was sie so Tinte versprüht. Ey, das kann sogar noch treffen hier. Das muss ich unterbinden. Wo ist das Teil? Da ist das Teil. Bam. Ich glaube, da brauche ich eine etwas weitere Distanz. Nämlich, man kann, wie gesagt, mit der Sniper nicht einfach nicht geradeaus hoch springen. Das geht gar nicht. Okay. Wir haben es erledigt. Da ist auch noch mal jede Menge dieser Sachen. Kann ich es überhaupt zerstören? Ich vermute nämlich nicht. Dann komme ich so hoch. Nein.
Tja, die 3 habe ich so ohne weiteres finden können, aber jetzt wird's eng. Und das ist auch abrund. Ich habe vielleicht gedacht, dass der Ballon so einen Hinweis geben könnte. Ich weiß, das habe ich schon mal besucht, aber ich gehe da dennoch hin. Mal ein bisschen zu gucken oder mal direkt runter zu springen, das geht natürlich auch. Ach so! Da kann man hoch. Ja, das hilft natürlich. Damit kommen wir sicherlich auch nochmal zu so ein paar Orten. Ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Dann deaktivieren wir euch mal und das nächste Level. Kann ich also rüberspringen? Okay, das ist echt eng. Aber zum Glück spiele ich immer wieder Porten. Was ist denn? 12. Was haben wir denn hier? Alles 10. Ist auch schon direkt das nächste. Was sind überhaupt hier? Also. In Splatoon 1 war ja voll das Skill-LP. Also, eigentlich so. Ja, komm, das war ein Skill-LP. Da bin ich ja keine Game Over. Nicht Game Over gegangen, hatte keine Game Overs. Da habe ich auch sonst relativ gut angestellt, aber hier? Weiß auch nicht. Ich meine, die Spiele sind ja fast gleich. Also. Da mal nicht so, okay, ich muss noch eins finden. Und ich glaube auch noch das Gandium. Das gibt's doch hier auch noch, oder? Wo zum Henker könnte es sein? Lass mal ein bisschen suchen hier. Ich meine, das Gebiet ist jetzt auch nicht so groß. Also, irgendwo muss es ja sein. Irgendwo in der Nähe. Was ist denn hier mit? Achso, ich darf nicht mal drüber springen. Ich hab die einfach Insta gekillt. Läuft. Was hat es dann überhaupt auf sich? Was hat das jetzt auf? What? Ja, aber ich will doch ganz nach da. Ach so. Okay. Es geht so einiges. Und hier haben wir das nächste Level. Und da oben. Oh, man kann es ja gar nicht. Die Tinte, die verschwindet ja, man kann das gar nicht entfernen. Das heißt, ich brauche ein paar gute Sprünge. Die habe ich auch ganz theoretisch einfach so. Ja, man muss schon die richtige Taste drücken. Einfach so rüber, das ist dann vielleicht einfacher, aber ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, das geht nicht. Ist ja einfach nur Interesse halber. Jetzt einfach nicht möglich ist. Und hier aus kann man so rüberspringen. Ja, okay. Dann haben wir es ja. Noch kurz mal auf der Karte nachchecken. Jawohl. Hier haben wir alles. Dann kann es jetzt auch in Level 10 gehen. Vorbei an die Oktopatrouille. Auch wieder mit einer Vorgabe. Hoffentlich ist es eine neue Waffe. Oh, jetzt ist sogar eine neue Waffe, der Heldenschwapper. Also man muss sie einfach nur einfärben. Der hat doch bestimmt vielleicht die simpelste Waffe. Ah, Mörkerkosphäre, es ist so dunkel hier. Also ja, das ist merkwürdig. Und das hier, die Oktopatrouille sucht mich auch. Ist das vielleicht das hier?
Ich habe schon eine Vermutung, was es machen könnte. Jawohl, genau das habe ich auch erwartet. Ich glaube, die Gegner haben bereits sowas in klein gesehen. Hau ab. Aber es gibt auch zum Glück noch genügend Zeit wegzuschwimmen. Also da sollte man sich echt nicht die Hosen machen. Wie kommt man da hoch? Eigentlich von hier aus? So da drauf? Komm mal mit. Dass ich praktisch hier so drauf kann. Nein, kann man nicht. Kann man... Moment, überlegt das. Aber wie will man denn sonst da hoch? Hä? Ach, man kann das einfärben, dann wahrscheinlich also drauf springen. Da tritt ja noch die Seiten wie fies. So, jetzt haben wir aber jede Seite einmal eingefärbt, jetzt gibt es keine Ausreden. Boah, ist das ein schwerer Sprung, aber vielleicht kann ich das so näher ranlocken. Ich so mache und dann ach so und dann kann ich hier so drauf, ja, das macht Sinn. Mann, ja, das ist jetzt so viel das Rüstungsteil, ist nicht wahr? Komm hier, hallo, dann komm mal her. Das ist natürlich so simpel, ist ne, dann mach mal deine Routine. Aber ich glaube, dass hier weh tut, wenn man da gegen diese Flügel, gegen die Rotorblätter fliegt. Ach so, eh so für ein Scheißteil. Alter, aber du für so eine Scheiße. Nee, das mache ich jetzt nicht nochmal. Da könnt ihr mich mal. Ich gehe weiter. Ich dachte, da wäre was Episches. Aber nein, da wird mir ja voll abgespeist. Was ist das denn? Jetzt hat der. Ich wollte schon sagen, im Kanzler, dass er mich nicht checkt. Ich mach da mal die Biege. Entsagt hat er mich jetzt. Wer hat denn jetzt Leben abgezockt? Und da ist noch was. Hey. Mit dem Kerl, der das, die Tinte kleiner macht, wobei ich überhaupt keine Ahnung habe, wo der sein könnte, der macht mir Angst. Da hau ich mal lieber ab. Wo ist der hier? Ich hoffe, den Dinger kleiner zu machen. Nee. Aber jetzt hier nicht sterben. Das könnte. Ja. Das ist doch der Key. Gibt's auch noch mal ein Rüstungsteil. Also es gibt keinen Grund da. Dieses Rüstungsteil von ihnen da zu holen. Das ist einfach nur Zeitverschwendung. Macht's nicht. Okay. Weiter geht's. Und spreng das auf. Really? Gibt's nochmal ein Rüstungsteil? Warum macht das mal so, die Rüstungsteile, dass es nicht einfach viele ineinander gibt? Und dann mal gar nicht mehr. Dann macht das doch so ein bisschen ausgeglichener, liebes der Tool-Entwickler. Wenn man das mal ist doch sinnvoller. Aber hier ist so ein ganz großes Bereich. Ja, ein ganz großes Bereich. Ja. Nee, aber hier. Was ist denn hier? Und hier! Da sind sogar noch extra diese Dinger da drin. Ach, das ist ja lame. Da finde ich schon ganz viele Secrets, aber werde auch nicht belohnt. Das ist doch echt gemein. Und jetzt aber hier ihren Kack finde, aber das Gandium, ich glaube so hieß das Teil, halt nicht finde, dann da wäre das schon ein bisschen lächerlich. Hier. Ich muss jetzt
einen kleinen Weg machen, damit ich hier so rüber kann. Damit ja auch irgendwie nur so optionale Sachen. Schon irgendwie ein bisschen lame, oder? Brauche ich dich wieder? Laber nicht. Laber doch bitte keinen Müll. Natürlich brauche ich dich, um weiterzukommen. Please! Okay. Das war knapp. Jetzt bitte nicht killen. Okay. Alles gut. Ich kann hier nichts einfärben. Was ist denn für ein Beschiss? Aber bis dann bin ich weg. Tschüss. Ich hoffe, das Heil kommt noch. Ansonsten bin ich wütend. Ich bin wütend, wenn das Teil nicht kommt. Oh, damit habe ich, ohne Witz, damit habe ich einfach nicht mehr gerechnet. Interessant, man kann nicht diese Bombe wechseln, während man gerade fliegt. Aber kurz vorher geht, aber während nicht. Also nee, nicht kurz vorher, kurz danach. Kurz am Ende, ja, wenn man in diesem Flug ist. Ich sag euch gleich, was ich damit meine. Keine Angst. Und der neue Hecht im Kampf im Krapfenteich, die Inkate, jetzt neu in Kopolis. Kommt allen amüsiert dich. Lass den Inkate krachen. Also das gab's schon in Splatoon 1. In Splatoon 1 spielt ja Story, nicht storytechnisch, aber es spielt sich ja doch ein paar Jahre nach Splatoon 2 und da kommt der Fang jetzt nicht. Also wenn ich jetzt hier so die Waffen wechsle, das geht nicht. Aber kurz danach, so eine Sekunde, bevor dieser Sprung da endet, kann man Waffen wechseln. Weil während ich zum Beispiel könnte nicht, jetzt könnte ich. Es macht keinen Sinn. Aber egal. Der Part ist 22 Minuten lang. Ich denke, das ist eine ausreichende Länge. Da sag ich, ciao Leute.